Am Ende des ersten Tages beschäftigen wir uns nochmals mit einem Thema, über das wir heute schon einiges gehört haben, nochmal aus einer anderen Perspektive, und zwar über Frauen in der Textilindustrie. Dazu ein paar Zahlen, die die Dimension auch sehr gut verdeutlichen. In der Textilindustrie arbeiten weltweit rund 75 Millionen Menschen, 85% davon sind Frauen, meist sind es junge Frauen. In Asien allein sind 15 Millionen Arbeiterinnen mit der Herstellung von Kleidung beschäftigt. Einen wirklich interessanten Vergleich hat Oxfam angestellt, und zwar muss der Vorstandsvorsitzende eines der fünf führenden Unternehmen in der Modebranche nur 4 Tage arbeiten, um genauso viel zu verdienen wie eine Textilarbeiterin in Bangladesch in ihrem ganzen Leben. So schaut's aus. Okay, das sind natürlich starke Worte zu so später Stunde. Und zu so später Stunde begrüße ich auch Nanda Bergstein, die als Director Corporate Responsibility bei Tchibo einen unglaublich spannenden Job macht und vor allem aber auch spannende Einblicke für uns hat. Und sie blickt jetzt mal mit uns in die Textilfabriken und spricht darüber, wie Tchibo die Situation für Frauen und auch Männer vor Ort verbessert. Hallo Miriam, vielen, vielen Dank für die Einladung, heute auf der Green Style zu sprechen. Wir konnten keinen Soundcheck machen. Ich hoffe, das funktioniert gut mit dem Ton. Super, ich Perfekt. kriege Thumbs up. Perfekt, sehr schön. Ich spreche regelmäßig über Nachhaltigkeit auf Veranstaltungen, aber ich muss gestehen, als ich mich dieses Mal auf dieses Thema vorbereitet habe, das war schon anders, weil ich gemerkt habe, wenn man über Gender, über MeToo, über Empowerment spricht, ist das auch ein persönliches Thema. Und das ist nicht nur ein Thema, das eben Frauen in Textilfabriken angeht, sondern es geht uns letztlich auch alle an. Und das ist das, worüber ich heute auch sprechen möchte, also einen Bogen zu schlagen, auch von eigenen Erfahrungen bis hin zu dem, was wir eben in Fabriken machen und was wir da lernen und wie wir versuchen, da auch unseren Beitrag zu leisten zu Gendergerechtigkeit. Denn darum geht es ja am Ende des Tages auch. Und ich fange tatsächlich an mit einer eigenen Erfahrung, die ich vor einigen Monaten gemacht habe, die mich doch sehr beeindruckt hat. Und zwar war ich in Diskussion mit Kollegen hier in Deutschland und es ging darum, dass wir ein neues Programm designen wollten für Kleinpharma in Lateinamerika. Und ich habe also sehr selbstverständlich gesagt, dann müssen wir noch überlegen, wie wir so dieses ganze Thema, die Gender-Linse da noch mit in das Programm designen. Und ich war wahnsinnig geschockt, als ich plötzlich eine Reaktion bekam, mit der ich nie im Leben gerechnet hätte, nämlich einer meiner Kollegen sagte: Könnt ihr Frauen nicht endlich aufhören, immer dieses Gender-Thema zu bringen? Euch geht's doch gut und wir müssen auch ein bisschen aufpassen in den Ländern, wo wir unterwegs sind, dass wir hier nicht alles irgendwie komplett durcheinander bringen. Und ich habe sowas nicht erwartet im 21. Jahrhundert in Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich total geschockt. Aber was mich noch mehr geschockt hat, war eigentlich meine eigene Reaktion, weil ich nämlich nicht dagegen angegangen bin, was man von mir auch durchaus erwarten könnte, auch in meiner Funktion, sondern ich hatte eine andere Reaktion. Ich habe da eigentlich versucht, die Situation mit einem Witz zu entschärfen und das alles wieder irgendwie gut und heil zu machen, anstatt dagegen anzugehen, weil ich mich selbst in diesem Moment tatsächlich schwach fühlte, nicht empowered fühlte. Und ich sage das so bewusst, weil wir uns immer auch vorstellen müssen, wie es wohl für Frauen sein müssen, die um ihre Sicherheit fürchten müssen, wenn sie etwas sagen, wenn es schon manchmal schwer ist für mich oder auch für andere. Und das ist auch etwas, was ich beobachte in Gesprächen mit jungen Frauen, die jetzt immer mehr zu mir kommen, um auch ein Mentoring zu bekommen, dass sie sagen, dass ich immer wieder diese Fragen höre: Mensch, wie machst du das da na, mit dem Management? Das ist männlich. Wie hast du Tipps, wie wir uns da besser durchsetzen können? Wie kann ich mich verändern, dass es irgendwie besser funktioniert? Und das ist immer wieder dieser Diskurs, dass es um die Frage geht, als Frau, was muss ich tun, um mich zu verändern, damit ich da reinpasse, weil irgendwie fühle ich mich so, als ob ich da nicht so richtig dazugehöre und reinpasse. Und das hat mich sehr nachdenklich gestimmt in den letzten Monaten. Ich kenne das, ich bin halb Inderin, ich habe dieses Gefühl oft, aber dass es wirklich einfach auch Frauen in diesem Kontext genauso geht.
das hat mich sehr nachdenklich gestimmt. Und es ist für mich eine ganz persönliche, wichtige Botschaft, auch einfach zu sagen, lass uns aufhören zu denken, wir sind irgendwie anders oder irgendwas ist nicht in Ordnung mit uns, sondern wir haben ja auch ein Systemthema, das wir bearbeiten müssen. Und darum geht es jetzt heute auch ein Stück weit für mich. Wenn wir einmal auf das nächste Slide gehen, Dankeschön. Will ich ganz kurz etwas eigentlich einsteigen, wenn wir in das Fachliche gehen, mit einer Erläuterung, kurzen Erläuterung unseres Programms, des sogenannten WE-Programms. Das ist ein Programm, das wir 2008 entwickelt haben in Zusammenarbeit mit der GIZ, kofinanziert durch das BMZ. Und das Ziel des Programms ist es, Arbeitsstandards zu verbessern in vielen Branchen, also nicht nur der Textilbranche. Tchibo bietet ja viele Produkte an. Und worum es uns ging, war wirklich echten Impact zu generieren. Und wir glauben einfach sehr daran, dass man Impact dadurch generiert, dass man die Beteiligten in den Fabriken, die Beschäftigten und das Management zusammenbringt und ihnen mit Hilfe von Moderatoren und durch Innovationsprozesse und Konfliktmanagementprozesse eigentlich dabei hilft, Aktionspläne für Veränderungen zu entwickeln. Das Programm führen wir in einer ganzen Reihe an Ländern durch, in Bangladesch, China, Indien, Kambodscha, Myanmar, in der Türkei und in Vietnam. Und mittlerweile sind über 400 Fabriken in das Programm involviert. Das macht fast 70% aller unserer Non-Food-Artikel aus, die Sie bei uns im Sortiment finden. Und wir haben natürlich jetzt über die letzten 13 Jahre einfach viel Erfahrung sammeln dürfen, wie man auch an so sensible Themen wie Gender Empowerment und eben auch sexuelle Belästigung, weil das kommt auch vor in Fabriken, rangeht. Es gibt ein paar Prinzipien, die uns sehr wichtig sind. Und wenn wir auf das nächste Slide gehen, möchte ich eins schon mal vorstellen. Und zwar es ist uns super wichtig, diesen Punkt zu machen und zu sagen, Frauen, sei es nun hier oder in Entwicklungsländern, müssen nicht empowered werden. Sie sind stark und sie sind fähig. Und wenn wir sagen, Empowerment ist wichtig, dann sprechen wir diesen Frauen und uns selber eigentlich auch ab, dass wir eine inhärente Stärke haben. Und unser Ansatz ist zu sagen, wir fragen uns vielmehr, wie schaffen wir es, dass Menschen eben entsprechend ihre Stärke leben können. Und das ist übrigens auch, vielleicht um das auch noch mal ein bisschen, ich sag mal, theoretisch einzuordnen, das ist auch eine der Kritiken, die Feministen aus dem globalen Süden oder aus Entwicklungsländern häufig auch gegenüber westlichen Feministen auch aussprechen, dass sie sagen, ihr kommt immer mit diesem Blick, dass wir arm und schwach sind, aber das ist auch eigentlich eine Form von einer postkolonialen Sicht, so drauf zu gucken. Das könnt ihr nicht tun und ihr müsst auch vor eurer eigenen Haustür kehren. Ihr habt im Westen eben auch entsprechend Schwierigkeiten mit, welchen Normen Frauen auch entsprechen müssen. Was macht ihr mit euren Körpern, euch in Größe 34 zu hungern und. Und dieser Diskurs, finde ich, ist sehr wichtig und uns ist einfach entsprechend wichtig in unserer Arbeit, dass wir da wirklich auf Augenhöhe arbeiten. Der zweite Punkt, also das zweite Prinzip ist in unserer Arbeit, das ist auf dem nächsten Slide, dass wir auch sagen, man kann Veränderungen nur dadurch herbeiführen, dass man wirklich an Sprache arbeitet, an Strukturen arbeitet und auch an den Beziehungen in den Fabriken zwischen den Geschlechtern arbeitet. Und Männer müssen Teil der Lösung sein. Und ich will da ein Beispiel aus meiner Arbeit geben. Vor vielen Jahren habe ich mein Entwicklungsprojekt in Südindien geleitet für junge Mädchen. Es ging da um das ganze Thema reproduktive Gesundheit. Und das war großartig zu sehen, wie die Mädchen aufgeblüht sind. Ne, meine Hypothese, jeder ist eigentlich in sich stark. Und was dann aber passiert ist zum Ende des Projektes, ist, dass eine junge Frau irgendwann in einer Reflexionsrunde sagte, Mensch, sie hat für sich entschieden, sie möchte zur Schule gehen, sie möchte ihre Schulausbildung beenden, sie möchte studieren, sie möchte Ärztin werden. Und ich fand es großartig. Dann ist sie in Tränen ausgebrochen, weil sie einfach sagte, ich bin mir sicher, mein Vater wird mir das nicht erlauben. Und wenn das so ist, dann bringe ich mich lieber um, als dass ich in so einem Kontext erlebe.
Und ich weiß, diese Geschichte klingt sehr hart, aber es ist einfach diese Realität, dass wenn wir solche Programme machen, wir eine große Verantwortung haben, wirklich zu gucken, dass wir immer auch den Kontext betrachten und entsprechend auch wirklich versuchen, etwas so zu verändern, dass entsprechend die Frauen dann auch ihre Stärke leben können. Auf dem nächsten Slide habe ich ein paar Methoden mitgebracht. Wie versuchen wir daran zu gehen? Und nochmal, es geht eben um sehr sensible Themen, sehr schwierige Themen. Und deswegen ist eigentlich Bewusstsein schaffen der erste Schritt, den wir in unserem Programm angehen. Und dieser erste Schritt, der dauert auch viele Monate. Also das Reprogramm dauert auch so zur Einordnung etwa 2 Jahre pro Fabrik. Und es geht auch um andere Themen, aber ich fokussiere mich jetzt einmal hierauf. Und die erste Übung, die wir gerne machen, nennt sich ein Safety Audit. Und da geht es darum, dass das Fabrikmanagement zusammen mit unseren Retrainern und eben auch zusammen mit Frauen in der Fabrik durch die Fabrikanlage laufen und die Frauen erklären, wo sie sich unsicher fühlen. Weil häufig geht es um Situationen, dass vielleicht eine Näherin etwas aus einem Materialraum holen soll und dann ist da so ein dunkler Gang dazwischen und es kann ihr passieren, dass sie vielleicht entsprechend auch irgendwie angetatscht wird. Und genau solche Situationen versucht man ein Stück weit halt gemeinsam rauszufinden, um zu schauen, okay, wie können die Frauen geschützt werden? Und ganz oft passiert das auch, dass es gibt dann vielleicht irgendwo so eine Gegend in einer Fabrik, da sagt das Management immer, ach Mensch, da braucht ihr gar nicht hinzugehen, weil da gehen die Frauen sowieso nicht hin. Aber sie gehen eben genau deswegen nicht hin, weil sie sich nicht sicher fühlen. Und wie gesagt, dieses Safety Audit ist eben der erste Schritt hier, ein Schritt eben auch Awareness zu schaffen. Eine andere Übung, die wir auch gerne anwenden, nennt sich Letter Writing, also Briefschreiben. Und die wenden wir an, um quasi noch tiefer in die Themen reinzugehen. Die Trainer erklären in den Workshops und wie gesagt, ne, nochmal zum Kontext, das sind immer die Beschäftigten und das Management zusammen, erklären eben nochmal, was ist Diskriminierung, was ist sexuelle Belästigung. Und dann werden die Teilnehmer gebeten, Briefe an sich selbst zu schreiben, anonym, wo sie eben auch Erfahrungen beschreiben, die ihnen selber passiert sind oder vielleicht sind sie einer Freundin passiert. Um das wirklich mal detailliert auch zu beschreiben, was da eigentlich passiert. Und diese Briefe werden eingesammelt und dann werden sie vorgelesen von den We-Facilitatoren. Und was das macht, ist, das vorher Abstrakte persönlich zu machen, weil jetzt befinden sich plötzlich alle in einem Raum mit Menschen, denen so etwas passiert ist, denen schwierige Dinge passiert sind. Und das führt bei allen Beteiligten, auch beim Management, zu einem Gefühl von Verantwortung. Okay, wir müssen uns dafür einsetzen, dass sich da etwas verändert. Und das ist eine wahnsinnig starke Übung, wie ich finde. Und auch eine Übung, die man, glaube ich, auch hierzulande mal ganz gut anwenden kann, wenn der Kontext es erlaubt. Auf dem nächsten Slide habe ich noch ein Beispiel mitgebracht. Und wie gesagt, das ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Wie versuchen wir Maßnahmen zu entwickeln gemeinsam, um dann tatsächlich auch noch mehr in die konkrete Umsetzung zu gehen? Und ich habe ein zugegebenermaßen sehr wahrscheinlich ein komisches Beispiel mitgebracht. Das nennt sich Action Theater. Und das Bild sieht man ja auch, ist auch ein bisschen lustig mit Menschen, die irgendwie verkleidet sind. Diese Übung ist entwickelt worden von unseren Retrainern aus Indien, weil in Indien ist es üblich, dass man Inhalte durch Theaterstücke vermittelt. Und das Gleiche machen wir dann eben auch mit diesem Thema. Das heißt, in einem Workshop wird ein Theaterstück aufgeführt durch Workshop-Teilnehmer. Das sind dann auch wieder Fabrikarbeiterinnen und das sind dann das Management zum Beispiel. Und es wird eine typische Situation im Leben einer Frau nachgespielt.
vom Aufstehen zu Hause bis über den Arbeitsweg bis hin zur Fabrik, zur Arbeit und dann eben auch wieder zurück nach Hause. Und es gibt verschiedene Rollen, die eingenommen werden durch die Schauspieler. Es gibt vielleicht den Supervisor, der manchmal ein bisschen zu nahe kommt. Es gibt vielleicht den Ehemann, der missbraucht, was, also es gibt eine ganze Reihe an Rollen, die da eben stattfinden, und es wird das Leben einer Fabrikarbeiterin entsprechend nachgespielt. Und die Zuschauer müssen beobachten und sie müssen beschreiben, was sie sehen, und sie müssen auch beschreiben, was sie fühlen. Und es geht eben auch darum, dass, ne, das Thema auch emotional zu machen und die Emotionalität zu spüren. Und im zweiten Schritt geht es dann um die Frage, okay, wie ändern wir jetzt eigentlich diese Situation? Und es werden dann immer wieder neue Szenarien gespielt, und die Zuschauer leiten die Schauspieler an und sagen ihnen, wie sie ihr Verhalten ändern sollen. Und daraus werden dann schrittweise tatsächlich Maßnahmen und Aktionspläne für eine Fabrik entwickelt. Und das Spannende daran, auch wenn das vielleicht ein bisschen merkwürdig klingt, sich des Theaters zu behelfen, aber das Spannende daran ist eigentlich, dass ein Embodiment stattfindet. Die Leute können physisch spüren, was passiert. Und wenn man in der Rolle von jemandem ist, der zum Beispiel missbraucht wird oder der diskriminiert wird, das kann man physisch spüren. Und dadurch verändert sich entsprechend was. Und die Motivation und die Aktivitäten werden entsprechend auch nochmal stärker. So arbeiten wir. Ich weiß, es ist wahnsinnig schwer, das wirklich im Detail zu beschreiben, aber mir war es einfach wichtig, Beispiele mitzubringen, die zeigen, wie tief das geht und wie tief wir auch versuchen zu arbeiten, um etwas zu verändern. Und ich möchte ganz gerne eigentlich aufhören mit einer Geschichte, die, finde ich, sehr schön zeigt, was möglich ist an Veränderung. Und es geht um eine junge Frau, die ich vor über 10 Jahren kennengelernt habe in Bangladesch. Sie heißt Asma, und sie war auch Teil des WE-Programms. Und sie war mir aufgefallen, weil sie im ersten Workshop ganz still war, ganz still, ganz klein, klein war, ganz zusammengesunken saß. Und dann 4, 5 Monate später war sie plötzlich in dem Workshop ganz stark, ganz empowered, hat ganz mutige Dinge auch erzählt und eben auch verhandelt ihre Mitbeschäftigten in der Fabrik. Und ich habe mich dann unterhalten, und sie hat mir dann ihre Geschichte erzählt. Und sie erzählte mir, als sie immer stärker wurde, war ihr Verlobter sehr unzufrieden damit. Das mochte er nicht. Und er hat ihr eigentlich befohlen, dass sie aufhören sollte zu arbeiten und die Fabrik verlassen sollte. Und Asma ist dann zum Fabrikmanagement gegangen, also zu Beginn des Projekts auch sehr, sehr konservativ war, Frauen gegenüber. Und sagte, es tut mir sehr leid, ich muss leider kündigen, weil mein Verlobter nicht möchte, dass ich weiterarbeite und auch weiter eine Arbeiterrepräsentantin bin. Und daraufhin sagte das Fabrikmanagement zu ihr, es täte ihr, ne, ihnen sehr leid, dass sie geht, weil sie einen tollen Job macht. Und fragten dann eine ganz besondere Frage. Und sie haben sie gefragt, wenn du es dir aussuchen könntest, was würdest du tun? Was wäre deine Wahl? Um so eine Frage gestellt zu bekommen, in so einem Kontext, ist wirklich was Besonderes und zeigt auch den Mindshift, der entstehen kann, wenn man so arbeitet. Und Asma sagte, wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich tatsächlich meinen Verlobten verlassen, und ich würde weiter in der Fabrik arbeiten. So, aber es ist natürlich irgendwie auch schwierig. Und da hat das Fabrikmanagement gesagt, wenn das deine Wahl ist und das musst du selber entscheiden, dann sollst du wissen, du stehst unter unserem Schutz und du kannst hier weiterarbeiten und wir kümmern uns um dich. Und ja, und sie hat es gemacht. Sie hat ihren Verlobten verlassen, sie hat weitergearbeitet, sie ist HR-Managerin geworden. Sie wird ihre Kinder auf eine Art erziehen, dass sie schon in einem ganz anderen Kontext groß werden können. Und das ist das, was ich meine, was möglich ist, ne? Es geht eben auch darum, Räume zu schaffen, um eine Wahl zu haben. Und das Besondere ist auch, und das bringt mich dann auch zu meinem letzten Slide, das Besondere ist auch, einfach auch zu sehen, wie wichtig es war, dass sie von dem Management auch unterstützt wurde, von den Männern. Und das ist, glaube ich, am Ende auch eine meiner Botschaften oder eine unserer Überzeugungen,
Ich glaube nicht, dass es darum geht, bei dem ganzen Thema Gender und MeToo und Empowerment gegen Männer zu kämpfen, weil wie ich sehe auch, oder wir sehen auch, dass auch Männer letztlich auch Teil, also auch Opfer des Systems sind auf eine gewisse Art und Weise. Sie werden auch in bestimmte Rollen reingedrängt. Und ich denke an Kollegen, die Alleinverdiener sind und diesen ganzen Druck in der Firma aushalten müssen. Das ist auch eine ganz besondere Verantwortung. Und deswegen glaube ich sehr daran oder glauben wir eben daran, dass es darum geht, Partnerschaften zu bauen, um Brücken zu schlagen. Und da gefällt mir das Zitat von Emma Watson sehr gut, die sagt, both men and women should feel free to be sensitive and both men and women should feel free to be strong. Und ich glaube, darum geht es eben, um diese Freiheit zu entscheiden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse und vielleicht habt ihr noch ein paar Fragen und ja. Ein ganz tolles Schlusswort, muss ich sagen. Sehr berührend, dieser Vortrag, diese Präsentation und regt an zum Nachdenken. Regt an zum Nachdenken und ich hoffe vor allem auch sehr, dass es anregt zum Nachmachen. Und das wäre jetzt tatsächlich auch noch eine Frage, die ich gerne stellen würde. Ich meine, es ist nicht so einfach, wenn man hier ist und dort produziert, das eben so zu machen, dass es bestimmten Konventionen entspricht, weil man ja wenig Einfluss oftmals auch hat. Aber ihr habt es ja geschafft mit euren Programmen und deswegen würde ich dich gerne fragen, was du anderen empfehlen kannst. Wie schaffen die das, so zu agieren, wie ihr das macht, dieses auf Augenhöhe und abholen? Und offensichtlich habt ihr ja Impact von den Arbeiterinnen bis in die Führungsetagen hoch, dass da so ein Umdenken stattfindet. Wie kann man das machen? Habt ihr da Anleitungen, dass andere das auch machen können? Weil je mehr so agieren, umso besser wird es ja. Also sehr praktisch. Wir freuen uns tatsächlich sehr darüber, wenn andere sowas auch machen und sind total bereit, unsere Erfahrungen und auch unsere Methoden zu teilen. Wir haben etwa 50 Leute ausgebildet in den verschiedenen Ländern, die dazu ausgebildet sind, solche Prozesse auch zu moderieren. Die können auch gebucht werden, entsprechend auch von anderen Unternehmen. Und zu der Frage, also es ist ein Investment, das ist gar keine Frage. Es dauert 2 Jahre pro Fabrik, also man muss bereit sein, da auch ein bisschen zu investieren. Aber ich finde, es lohnt sich auch aus der Perspektive, dass das ganz tolle Lieferantenpartnerschaften sind. Also wir haben so eine enge Beziehung auch zu unseren Lieferanten aufgebaut. Das hat uns auch gemeinsam gut durch die Pandemie zum Beispiel getragen. Also ich glaube, es lohnt sich auch so zu investieren. Und dann ist, glaube ich, unser Rezept zu versuchen, so viel wie möglich vor Ort zu sein, weil dann legt man ehrlich gesagt diesen manchmal westlichen Blick sehr, sehr schnell ab, wenn man direkt in Kontakt ist. Manche Dinge sind ja einfach gut gemeint, aber der westliche Blick ist halt einfach da nicht adäquat und kommt auch nicht an und wird nicht verstanden. Dinge, die man vielleicht gut meint, bringen die Menschen dort an den Rand der Verzweiflung, obwohl sie sich da schon eh befunden haben. Aber das heißt, Ansprechpartner für andere Interessenten, die so agieren möchten, bist du, Nanda? Ja, bin ich gerne und dann auch mein Team sehr, sehr gerne. Ja, total. Also was wir auch, denke ich, mitnehmen können, ist weniger überstülpen, weniger Ratschläge von oben nach unten geben, besser zuhören und schauen, was ist wirklich da und mit dem arbeiten. Absolut, ja. Vielen Dank. In diesem Sinne, vielen Dank. Wir möchten auch gar nicht mehr viel dazufügen, weil das schwingt so nach und es hallt nach. Und ich denke, dass es einfach viele Leute heute nochmal zum Ende der Veranstaltung des ersten Tages ganz schön abgeholt hat und jetzt was zum Weiterdenken im Kopf haben. Wir danken dir einander und wir bleiben ja natürlich in Kontakt. Sehr gerne. Genau. Schönen Danke. Abend. Tschüss. Danke. Schönen Tschüss. Abend. Tschüss. Ein langer Nachmittag, Abend geht zu Langer Ende. Nachmittag, ja, 4,5 Stunden.
Ich fand die Beiträge wahnsinnig spannend. Ich hoffe, dass wir damit viele Leute erreicht haben. Und ja, jetzt geben wir, würde ich sagen, ganz kurzen Einblick in den morgigen Tag. Da geht es ja wieder weiter ab 16 Uhr. Wir werden Einblicke in New Work-Strategien bekommen, wenn Anna Jona über ihr Unternehmen Wildlingsschuhe spricht. Wir werden im Neonit-Talk hören, welche Rolle Eco-Brands auf dem Markt spielen. Auch ein ganz wichtiges Thema. Wir schauen auf Deutschland als Modeland. Der Fashion Council Germany hat nämlich eine Studie entsprechend erstellen lassen. Wir werden natürlich auch über die Frankfurt Fashion Week sprechen. Und wir haben noch viele, viele weitere andere Themen.